Hallo und herzlich willkommen zu diesem Bitwig Tutorial. In dieser Folge geht es um das Device Ricochet. Das ist ein NodeFX Device. Und mit so einem Ricochet Device kann man zum Beispiel einen Polysynth mit ein bisschen Delay und ein bisschen Reverb so klingen lassen. Aber legen wir doch ganz einfach mal los. So, und das ist das Ricochet Device. Ganz normales Device mit einem Ausschalter, Preset-Knopf, dann der Name, die Fernsteuerung bzw. Remote Controls und die Modulationsleiste. Ich gehe jetzt einfach mal in die Hilfsübersicht mit F1. Da war das Modul dann relativ oder das Device dann relativ schön groß. Im Prinzip kann man sich erstmal so auf den mittleren Teil konzentrieren. Dort passiert das nämlich, was dieses Device macht, nämlich wenn man eine Note anschlägt, dann kommt aus diesem kleinen Dreieck ein kleiner Ball. Und der kollidiert mit den Wänden, solange man die Note hält. Oder je nachdem, wie die Release-Zeit eingestellt ist, drücke ich mehrere Noten. Fliegen diese Bälle umher. So. Und wie oben links steht, erzeugte Notenfolgen basieren auf Reflexionsmustern von Bällen. Das bedeutet, die Bälle symbolisieren die Noten und die Noten können miteinander kollidieren. Das heißt, wenn ich jetzt sowas spiele, dann hört man, wenn die Bälle an die Wand knallen, dass es so ein kurzes Tock gibt. Wenn ich mehrere Noten spiele, dann gibt so einem Ball die Energie an den nächsten ab, an den er prallt. Und dann wird die Energie oder die Note des anderen wieder verstärkt. Das ist vielleicht ganz gut. Das ist im Prinzip das gesamte Prinzip dieses Ricochet-Moduls oder Devices. Allerdings hat man jetzt hier noch mehrere Einstellmöglichkeiten. Hier hat man ja so Schieberegler hier links und rechts und unten dann auch nochmal so ein paar Einstellungen. Von den Schiebereglern kann man jetzt zum Beispiel einfach die Kollision beeinflussen, indem dass man die Form des Raumes verändert. Die Anzahl der Wände steht da oben von 3 bis 8. Das ist die eine Möglichkeit. Dann die andere Möglichkeit ist hier, dass man den Raum dreht. Das kann man natürlich alles modulieren, sodass sich das alles dynamisch dreht, wenn man das möchte. Und hier gibt es einen Bereich, der steht hier Room Spatialization. Und dieses Room Spatialization, das bewirkt, dass die Note dort, wo sie ankommt oder abprallt, sich unterschiedlich verhält, beziehungsweise hier steht auch auf der Seite, dass die horizontale Position, also diese hier, das Panorama verändert, also links, rechts. Und die vertikale Achse verändert das Timbre, also die Klangfarbe. Da komme ich noch gleich dazu. Das heißt, wenn ich das jetzt einfach mal so auf volle Kanone einstelle und mal einen Ton spiele, dann achtet einfach mal auf das Panorama. Und wenn ich natürlich mehrere Noten spiele, jetzt zwei Noten, thank you.
Je nach Position sind die dann links oder rechts, unabhängig voneinander. Dann dieser Schieberegler bedeutet das Ball Dumping. Da steht einfach dann, wenn ein Ball an der Wand knallt, dann gibt es eine gewisse Energie ab. Das heißt, die Kugel wird gebremst. So, wenn ich das jetzt einfach mal ganz ausschalte, dann wird die Kugel auf ewig hin und her geschmissen. Jetzt mache ich mal das andere Extrem. So, und dann bleibt die Kugel da einfach hängen. Und je nachdem, was ich hier so zwischendrin noch einstelle, wird der Kugel jedes Mal, wenn sie an eine Wand knallt, einfach weiter Energie entzogen. Beziehungsweise, wenn sie an ein Hindernis knallt, das kann eine andere Kugel sein. So, der nächste Schieberegler ist die Größe der Bälle. Und die Größe der Bälle hat ja dann doch Einfluss, wenn ich verschiedene Noten spiele, auf die Wahrscheinlichkeit, dass die sich treffen können. Wenn ich natürlich große Kugeln mache, treffen die sich wahrscheinlich öfter, als wenn ich kleine Kugeln mache. Und dann gibt es noch die Ballgeschwindigkeit, kann man auch ganz schnell machen. Wenn man das Damping hier natürlich noch ein bisschen ausmacht. Und je mehr, oder weil ich gerade sehr viele Noten drücke, sieht man dann auch, wenn ich eine neue Note dazu drücke, werden natürlich die anderen Bälle auch wieder angeregt. Und die Ballgeschwindigkeit steht hier auch noch, da hat die Velocity, also die Anschlaglautstärke, noch ein bisschen was damit zu tun, dass das auch nochmal mit beachtet wird oder mit einfließt. So, jetzt im unteren Teil gibt es jetzt noch diese drei beziehungsweise vier verschiedenen Schalter. Eigentlich sind das, denke ich mal, drei in dem Sinne. Und zwar, hier gibt es einmal die Random-Funktion der Würfel. Und der Würfel sagt nichts anderes, als dass hier in der Mitte, wo die Noten quasi losgeschickt werden, wird einfach eine Zufallsrichtung ausgewählt. 360 Grad, wo der nächste Ball, ich mache jetzt hier gerade mal so die Geschwindigkeit ein bisschen runter, wo der nächste Ball quasi rauskommt oder in welche Richtung der nächste Ball rausgeworfen wird. So, diese Funktion steht hier auch nochmal da, heißt, die Richtung, in die der Ball rausgeworfen wird, hängt von der Position im Takt fest. Das heißt, am Anfang des Taktes wird es halt bei 0 Grad, sage ich jetzt mal, rausgeschmissen, am Ende des Taktes bei 365, was auch wieder 0 wäre oder halt 360. Auf jeden Fall so diese 0 bis 360 Grad werden hier dann einfach von der Position im Takt bestimmt. Und das ist jetzt quasi die manuelle Wahl. Das heißt, hier habe ich das alles auf eine Richtung gestellt, kann aber mit diesem Schieberegler, und hier sieht man auch wieder die Gradzahl, zwischen minus 360 und plus 360 auswählen. Das heißt, ich kann das so steuern, wie ich das möchte, kann das natürlich auch modulieren mit einem Modulator oder eben auch mit einer Automationsspur regeln. So, und jetzt habe ich noch im Inspektor einen Modus. Jetzt hier gerade mal aufklappe. Hier und im Inspektor, da ist dieser Modus Sound on Initial Notes. Und dieser Sound on Initial Notes, der bedeutet nichts anderes, als dass, wenn ich eine Note drücke, und das ist hier an, dann erklingt die Note sofort, wenn sie erscheint. Und wenn ich Sound on Initial Notes ausmache, dann passiert nämlich Folgendes: Ich drücke eine Note und die Note erklingt erst bei der ersten Kollision. Thank you.
das Ganze ohne Spatial. Dann haben wir nicht diese Stereo-Geschichte da. So, das ist jetzt schon mal das komplette Ricochet-Device und was man jetzt einfach noch machen kann, und zwar, wenn ich jetzt hier an dem Polysynth für das Spatial, für den Spatial Schieberegler, und da stand ja nämlich hier, die Horizontale ist die Pen-Position, also die Stereo-Position, und die Vertikale ist das Timbre. So, und jetzt schiebe ich das hier mal auf 100%. Und hier in dem Expressions Modulator habe ich hier Timbre, also die Klangfarbe. Und jetzt kann ich zum Beispiel hingehen, kann sagen, okay, der Polysynth hat ja schön zwei Oszillatoren. Der eine ist eine Sägezahn, der andere Oszillator ist eine Rechteckwelle. Und sage jetzt hier, wenn das Timbre quasi getriggert wird, dann soll er auf die Rechteckwelle umschalten. Und haben wir vielleicht noch was, vielleicht dann ein bisschen weniger Resonanz. Und jetzt passiert Folgendes. Ich würde ganz gern noch dieses Sound und Initial Notes wieder ausschalten. Nehmen wir den einfach mal hier nach unten, damit der die Welle nach unten rausschmeißt. Das heißt, jedes Mal, wenn er in der vertikalen Achse sich verschiebt, dann wird auch der, sieht man ja auch schön an dem Polysynth, wird die Klangfarbe getriggert, und sofort, wenn der Ball an eine Wand, an einer Wand kollidiert, wird das resettet. Und in dem Fall geht dann auch die Resonanz weiter nach oben, wenn er in die andere Richtung, also wenn er nach unten geht, nach oben. Wird der Oszillator quasi umgeschaltet, und nach unten wird dann die Resonanz erhöht. Sollte man unbedingt beachten, sonst hat man unter Umständen riesige Resonanzen da drin. Das war schon das Ricochet-Device. Sieht auf den ersten Moment sehr nach nicht wirklich viel aus. Aber dadurch, dass man im Prinzip alles das modulieren kann, was man möchte, beziehungsweise auch automatisieren kann, hier mit Add Automation Lane und eben mit der Klangfarbe, was ich persönlich fast am interessantesten finde, das einstellen kann, hat man hier eine sehr schöne Möglichkeit, den Sound einfach über Zeit sich verändern zu lassen. Auch gerade mit diesen Kollisionen so ein bisschen zu arbeiten, beziehungsweise dann vielleicht noch mit anderen Node-FX-Devicen zusammenzuarbeiten, und da kann eine wunderbar komplexe Skulptur entstehen. Das war's an der Stelle. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bitte kommentiert unter dem Video, was ihr vielleicht mit diesem Device macht. Jeder Kommentar hilft mir. Wenn ihr mich supporten wollt, dann einfach Daumen klicken und am allerliebsten kommentieren. Weil ich würde mich auch sehr darüber freuen, von euch so ein bisschen Feedback zu bekommen, was ihr macht oder einfach wer ihr seid. Schreibt es einfach unten drunter. Okay. Bleibt gesund, und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Bis dann, macht's gut.
Ciao, ciao. Thank you.